Yo, liebe Malonzo-Gang, heute reagieren wir auf Böse Onkels, Böse fürs Leben, das Biest. Ganz simpel erklärt, halt die Bühne, wie sie ausschaut. Und darauf bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf das Video. Geht nur 1 Minute 36, aber ihr wundert euch wahrscheinlich, warum das Video ein bisschen länger ist. Und zwar hat mir ein Zuschauer, der liebe Maurice, geschrieben, oder ganz einfach 185 Straßenbande geschrieben, dass er in einem Spiel, also in Fortnite, die Bühne nachgebaut hat, 3 Stück. Und ja, wir werden uns erstmal so die Version in Real Life jetzt geben und dann werde ich die Fortnite-Version einfach dranhängen, Leute, weil gestern habe ich das schon aufgenommen mit dem lieben Maurice, sehr, sehr netter Typ. Schreibt auf jeden Fall Respekt für Maurice in die Kommentare. Schaut das ganze Video, ganz wichtig, dann wisst ihr auch, was ich meine. Und ich würde sagen, starten einfach mal rein. So Leute, falls ihr euch fragt, warum meine LEDs nicht funktionieren, mein Stecker hat irgendwie einen Wackelkontakt und deswegen, ich kann zwar noch reinstecken, aber das flackert dann immer so auf und geht dann wieder aus, also muss ich irgendwie fixen, werde ich schauen, wie ich es mache, weil ich will mir eigentlich keine neuen kaufen, so. Ja, werden wir einfach schauen, Leute, ich würde sagen, wir starten rein. Let's go! Schon heftig aus. Wie, wo ist denn wo hier, du? Scheiße. Glaube ich das jetzt, oder was? Nee! Das ist nicht so fast. Das ist nackig, einfach ohne Licht gut aussieht. Als würdest du in der Filmkulisse bei irgendeinem, keine Ahnung, Endzeit-Movie stehen. Und dann steht da hinten dieses Ding aus dem All. Das ist die größte Bühne, die je in Europa gestanden hat. 600 Tonnen bis zu 1000 Leute haben teilweise gleichzeitig hier auf dem Gelände die Woche gearbeitet. Ja, wenn man zweimal Rock am Ring macht. Das ist heftig, über 600 Tonnen. Junge, ich meine, den Platz haben wir ja schon mal, habt ihr ja schon hingeschrieben, was da für ein krasser Platz ist für viele Menschen. Aber Digga, es ist schon heftig, Digga, heftig. Bautzt. Oder wacken zwei Bühnen nebeneinander, dann hätten wir ungefähr so denselben Spaß. Das sind eigentlich in allen Bereichen schon die Superlative, die wir da ausgepackt haben. Hier, okay. Seid gespannt auf die Fortnite-Version, Leute. Ohne Witz, das sieht halt wirklich, weil ich habe es ja gestern schon gemacht, das sieht, die Fortnite-Version sieht sehr gut aus. Ohne Witz, sie sieht sehr ähnlich aus. Also wirklich, das schaut exakt so aus. 3 Bühnen werde ich euch zeigen. 2014, 15 und 16 wird dort vorgestellt. Ja, seid gespannt drauf. Schaut das Video auf jeden Fall weiter. Es wird heftig. Wir sollen anfangen. Okay, von mir aus. Weiter, immer weiter und du findest deinen Weg. Den Weg, der stark macht, der Mann geht. Dankeschön. Total geil. So eine Bühne, das ist Wahnsinn. Wenn ich glücklich sterben kann, dann müsste man mich jetzt umbringen. Wieder mal. Dankeschön, vielen Dank. Total genial. So Leute, die Bühne natürlich in Real Life, die sieht so oder so heftig aus, aber das war ja jetzt so die 2015er Version. Es gibt auf jeden Fall noch die 14er und 16er Version. Die werde ich mir jetzt nicht als Video geben, sondern ich werde jetzt einfach das Video dran schneiden, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Fortnite-Version. Also ja, Film ab, ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gerne dran und ja, gebt es euch gerne. So Leute, ich habe jetzt nochmal was ganz, ganz Besonderes für euch. Eine böse Onkelsbühne, eine Hockenheimringbühne von dem lieben Maurice erbaut, ist ein Zuschauer von mir. Er hat mir auf Instagram geschrieben, dass ich mir die Bühne auf jeden Fall mal geben soll und die anderen zwei auch. Und ich muss schon sagen, die Bühnen sehen auf jeden Fall mega geil aus. Wir werden auf jeden Fall noch zu den anderen zwei springen. Warum Fortnite? Ja, frage ich mich auch, aber auf jeden Fall, ja. In Fortnite kann man so welche Sachen bauen und ich finde es persönlich mega geil und kreativ. Und ich würde sagen, wir gehen hier erstmal ein bisschen lang und dann zeige ich euch das Ganze. Natürlich nicht wundern, hier sind die FPS-Drops richtig heftig. Das ist schon krass, oder? Das erinnert mich so ein bisschen an Böse Onkels Feuer, ja? Aber er hat gesagt, das ist auf die Freundschaft, ne? Habe ich recht? Auf gute Freunde. Auf gute Freunde, genau. Sehr nice. Also ohne Witz, ich renne mal hier ein bisschen lang, weil die FPS droppen ganz schön schnell. Digga, das ist schon heftig. Auch hier mit diesen weißen Monitoren.
da auch. Also ja, Leute, wir werden uns auf jeden Fall gleich noch die anderen zwei Bühnen geben, weil die sind auch heftig gut gemacht. Und kannst du uns mal sagen, wie lange das gedauert hat? Das wäre auch mal interessant. Fast 50 Stunden. 50 Stunden? Also, ja, ich habe so mehr an mehreren Tagen mal immer ein bisschen sowas gebraucht. Kann sogar sein, ein paar mehr oder so. Heftig, also wirklich. Großen Respekt geht natürlich an dich raus und schreib gerne in die Kommentare einfach mal Hashtag Respekt an Maurice oder irgendwie sowas. Wäre auf jeden Fall mega cool. Wir haben uns auf jeden Fall auch nett privat, also jetzt vor der Aufnahme unterhalten. War auf jeden Fall auch sehr cool. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal zur zweiten Map. Ich bin da wirklich gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, wir sehen uns gleich, Leute. So, Leute, wir sind auch schon bei der zweiten Bühne. Und zwar ist das die Bühne von 2015, die der liebe Bro Maurice auch erbaut hat. Kannst du uns mal sagen, wie lange das gedauert hat? Ich habe das um 9 Uhr angefangen und habe die schon fast am ganzen Tag fertig bekommen. Das ist heftig. Also an einem Tag das fertig zu machen, ist auf jeden Fall heftig. Auf jeden Fall, die sieht auch mega, mega, mega heftig aus. Und wir haben uns ja einige Reactions gegeben und dort war natürlich auch die Bühne öfters zu sehen. Und ich finde persönlich, die Bühne sieht nochmal ein bisschen heftiger aus mit den ganzen Monitoren, weil das irgendwie aussieht wie so gestapelte Fernseher, so übereinander. Ja? Und wie so eine Pyramide, so ein bisschen so von der Form her. Naja, aber wirklich. Respekt. Ein kleiner Punkt noch. Bei der anderen Bühne, wo wir gerade drin waren, sind insgesamt 1576 Lichter. Ist heftig. Sogar, glaube ich, schon 800. Ich weiß gerade nicht. Ist heftig. Also ohne Witz, so viele Lichter zu verbauen, das musst du ja auch einzeln machen. Natürlich, Spielwiese, also der Modus hier in dem Spiel, ist auf jeden Fall sehr kompliziert schon geworden, dieser Baumodus. Und, ja, ich musste auf jeden Fall ein bisschen die Grafik runterstellen und ihr seht es wahrscheinlich im Video, weil die FPS, Alter, die droppen, ohne Witz, die droppen so heftig hart runter, weil das so viele Bausteine sind. Man kann es vielleicht oben sehen, belegt der Speicher über die Hälfte und durchschnittlich 60 bis 40 FPS. Das ist schon eine Ansage, Leute. Also ja, schreibt gerne eure Meinung zu der Map in die Kommentare und wir springen einfach mal zur dritten Map. So, Leute, wir kommen zur 2016er Bühne in Berlin. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut geworden. Aber was man dazu sagen muss, ist es noch nicht hundertprozentig fertig. Aber ich muss schon sagen, das sieht trotzdem heftig aus mit dieser Tribüne hier, mit den Lichtern. Und da kannst du auf jeden Fall auch gerne mal raushauen, wie lange du daran gebaut hast. Also jetzt. Habe ich auch morgens angefangen und bin am Tag fertig geworden. So ungefähr. Es ist trotzdem heftig. Aber bei der anderen habe ich, bei der ersten von 2014 habe ich übelst lang gebraucht. Ist heftig. Da musste ich auch sehr viele Videos gucken. Ja, ja, das glaube ich dir wirklich. Da muss man wirklich viele Videos sich zu anschauen. Vor allem von den Bühnen von hinten her, weil man weiß ja nicht, wie die hinten Backstage aussehen. Man hat nicht so viel gesehen, aber ich habe das schon hinbekommen. Genau. Ja, es ist wirklich cool, wenn man hier oben auf der Tribüne steht. Ich weiß ja nicht, wer da live dabei war. Könnt ihr auf jeden Fall gerne reinschreiben. Der kann auf jeden Fall bezeugen, dass es wirklich so aussieht. Ich würde jetzt sagen, die Bildschirme sind falsch. Das gebe ich auch zu. Die muss ich nochmal neu machen. Aber so wie die ungefähr aussehen dann. Die waren ja so gerade nach oben. Ja, ja, ist wirklich. Also Respekt auf jeden Fall. Geht raus an den lieben Maurice. Schreibt doch gerne nette Kommentare für ihn. Und ich hoffe, euch hat halt einfach dieses kleine Video gefallen in Fortnite, halt mit einem Reaction-Video gemischt und mit dieser Schnittweise. Ich versuche mir so Mühe zu geben wie möglich, um es so unterhaltsam wie möglich zu machen. Gerne einen netten Kommentar für Maurice schreiben. Kommt gerne in die WhatsApp-Gruppe, ganz, ganz wichtig. Dort ist er auch drin, könnt ihr auch gerne schreiben. Vielleicht wollt ihr auch mal auf der Map zocken, ja. Wenn ihr gerne auf der Map zocken wollt, schreibt ihn gerne an. Ist in der WhatsApp-Gruppe bei mir drin. Link ist in der Videobeschreibung, wenn er darauf Lust hat natürlich. Und ja, hat mich auf jeden Fall mega gefreut, darauf zu reagieren. Auf die Bühne in Real Life, aber auch in Fortnite. Das ist halt dieses kleine Video, was dazugekommen ist. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Habt jetzt noch einen positiven Tag. Und yo, Leute, Hashtag Malonzo Gang, ihr wisst Bescheid.